Hallo, ich bin Sam Meredith und ich begrüße Sie herzlich in der heutigen Presseschau. Anfang April markiert mühsame Verhandlungen um die Ukraine in einem Versuch, einen Kompromiss mit internationalen Kreditgebern zu finden. Obwohl Kiew offen von seinen potenziellen Plänen sprach, Billionen Dollar Staatsverschuldung zu kürzen, werden die Anleger das Geschäft in dieser Form eher verweigern. Der Internationale Währungsfonds gewährte der Ukraine eine Überlebenskreditlinie von 17,5 Milliarden Dollar, die zur Reduzierung der Außenverschuldung um ca. 15,3 Milliarden dienen soll. Die Analysten von Nomura halten eine Einigung für problematisch, weil es 29 glaubwürdige Wertpapiere gibt und fast alle davon erfordern eine Umstrukturierungsbewilligung. Finanzministerin Natalie Jaresko behauptet, dass kein Gläubiger Sonderbehandlung bekommen wird, obwohl eine Anleihe vom russischen Nationalen Reservefonds gehalten wird. Dieser Bond wurde der ehemaligen prorussischen Regierung der Ukraine zur Verfügung gestellt. Zu beachten ist das Risiko einer vorfristigen Einforderung durch Moskau, falls ukrainische Schulden 60% der Wirtschaftsleistung übersteigen. Timothy Ash, Chefexperte für Schwellenmärkte bei der Standard Bank, meint, das größte Problem für die Ukraine und Anleihengläubiger ist, was die Russen tun. Sie sind auf die Zusammenarbeit kaum eingestellt. Ich glaube, sie werden bis Dezember abwarten, wenn der Bond fällig ist, denn die Ukraine nicht zurückzahlen können wird, sodass die Schulden überfällig werden. Ein weiteres Risiko für die Ukraine sind die IMF-Richtlinien, die keine Auszahlungen an die Länder zulassen, die Zahlungsausfälle gegenüber anderen Regierungen verzeichnen. Am Vorabend der Ukraine-Verhandlungen erklärte George Soros, Europa hat der Ukraine eine Tropfenernährung geboten, geradezu wie Griechenland, und im Ergebnis ist die Ukraine am Überlebensrand, während Putin den Vorreitervorteil hat. Das war der Pressespiegel. Auf Wiedersehen.